Hallo und herzlich willkommen zum Tournament des Wochenendturniers von Asien. Genau, Flumatex gegen diesen Asiaten hier. Oder besser, Flumatico. Entschuldigung, krass im Hals gehabt. So, jetzt geht's weiter. Was haben wir denn hier? Also, wir haben einmal Cost Control für den Süden und einmal Quick Supply für Flumatico. Und er edit Steelboards, okay. Das sieht man auch sehr selten. Mit den Mustangs zusammen macht es wahrscheinlich Sinn. Fällt mir. Und da jetzt aggressiv spielen auf eine Seite fokussiert, bin ich mal gespannt, ob er hier durchkommt vielleicht. Das Problem ist, wenn dann keine Steelballs mehr da sind, um den zweiten, die zweite Tarantula zu killen, verliert er halt trotzdem die erste Runde. Mal gucken. Aber ich würde es auch über die Marksmen könnten die Steelballs killen. Die Crawler sind schnell weg, dann schießen die auf die Ma auf die Steelballs, die Marksmen. Mal gucken. Die fängt jetzt auch recht schnell weg. Mal gucken. Und der bleibt sogar am Steelball hängen, das heißt, ein Park Crawler wird überleben. Und der Marksman schießt auf irgendwas, das werden sehr viele Steelboards überleben, sogar hier. Das heißt, die Runde sollte gewinnen. Der Philomatico. Einfach Phil ab sofort. Der Name ist zu lang. Ja, mal schauen, wie es läuft. Und er ist auch gleich von hinten rein, das heißt, der Marksman wird relativ früh sterben. Und zwar genau jetzt, sonst gleich die Steelboard unkillbar und dann war es auch genau. So. Schon sehr viele Leute zu. Alle Leute, die schon ausgeschieden sind. Also aufgegeben habe. Ich habe auch mal mitgespielt. Habe das erste Game aufgenommen ohne Ton. Und gewonnen. Das zweite war dann, habe ich verloren. Hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Die Kombination hat mir gereicht, dass ich da nicht weitergemacht habe. So, vielleicht mache ich ein anderes europäisches Turnier damit. Mal gucken. Wespen. Ja, okay. Ist hier natürlich, hier hinten drin sind die gut. Hier sind die gut. Eigentlich überall gut. Also hinten. Und könnte aber auch gegen sich kriegen. Bin gespannt, wie er jetzt dagegen defendet, ob er die Tower upgrade, ob er Missiles setzt. Weil eigentlich muss er dagegen defenden, falls es kommt. Oder er riskiert. Gibt verschiedene Strategien, logischerweise. So. Banks wurden geaddet einmal. Jetzt ist er doch hinten dran. Und hier nochmal Crawler. Und hier sitzt eine Missile hin. Okay. Das Ding ist, wenn es hier irgendwo. Okay, er hat sich den Rhino-Tropenschädling definitiv hingesetzt. Okay, das sieht gut aus für Phil auf jeden Fall hier. Weil der Rhino macht gar nichts und die Wespen killen beide Tower. Ja, vielleicht auch noch einen, den werden wir wahrscheinlich nicht erwischen. Der Vulkan stirbt auch direkt, wird überrannt. Hier ein Öl wäre vielleicht ganz gut für nächste Runde. Vielleicht aus unserem Plan drin, aber wenn jetzt die Runde einen Giant Gold hat, ist natürlich das Geld knapp. Und jetzt hier relativ viel Leben mit Sicherheit. Weil viel wird er nicht mehr killen. Vermute ich. Rhino dreht so um, stirbt an Steelballs. Ja, aber es geht noch. Er hat immer noch 3600 HP. Gibt manche Kombinationen, da fängt man mit so viel an. Ungefähr. Steelballs haben gelevelt, ist natürlich gut für ihn. Absorption Module, Range Module. Der Absorption Module braucht er natürlich jetzt hier gegen die Steelballs nicht spielen. Er geht auf die Feuerraketen. Er hat auch keine, er hat ganz eigenartige, ich kann sagen, mal halt eigene Text hier drin auf dem Vulkan. Die erste Feuerrakete wird hier hingehen. Bin gespannt, ich jetzt auch vermute, dass er den hier hinstellt, aber da gehen die Feuerraketen jetzt erstmal in die Flanke rein. Okay. Ich meine, im Endeffekt ist nicht schlecht. Er muss halt, er hätte auch das Upgrade ausgeben können. Das hätte nur 50 mehr gekostet.
und hätte mehr gebracht, nur weil es mehr HP bringt und 100% Life Leech hat und auf alles Evolves. Vielleicht will er halt einen anderen Tag auf den drücken oder das Item wieder woanders draufpacken können. Ja, ist immer die Frage, ne? Kann situativ dann doch die bessere Entscheidung oder die schlechtere Entscheidung sein, je nachdem. Ich glaube, hier aktuell in der Runde war es die schlechtere Entscheidung, so rumzumachen überhaupt nicht. Außer er braucht irgendwie die 50 Credits noch für irgendwas. Aber jetzt kommt hier der Steel Ball hier drüben auch noch durch. Double Debuff direkt. Aber hier ist viel gestorben, ne? Dem ist nur noch ist gut. Die Steel Ball ist Level 3 mittlerweile, wenn er so levelt. Also er muss irgendwas Dickes holen, ein Scorpion vermutlich. Irgendwas mit, oder Overlord vielleicht, aber ich glaube, der ist zu teuer. Vielleicht gibt es einen Unit Drop. Ja gut, also Melting Point bringt ihm nicht viel. Phoenixe könnte man überlegen. Oder den Stormcaller. Aber macht auch wieder Pillow. Was natürlich gut ist gegen hier die die Wilkins. Hat echt den Melting. Gibt er dem jetzt Energy Defractioners? Der verkauft ihn einfach. Ich würde kaufen Scorpions, vermute ich. Hacker holt er sich. Okay. Level 2 Hacker, 2 Stück direkt. Ich bin gespannt. Der Race ist neu, ne? Der wird's gekauft, die Runde. Genau, die Stormcaller und Drop dabei. Ich denke, dass Philo die Runde auch noch gewinnen wird, aber mal gucken. Kann mir nicht vorstellen, dass es im Hacken rechtzeitig klappt, bevor hier nichts mehr geht. Aber wir gucken mal. Na gut, die Feuerraketen klatschen schon ordentlich rein. Okay, die Hexen laufen eigentlich ganz gut. Sie müssen halt durchkommen, bevor was Katastrophales passiert. Das ist auch der Fall hier. Die nächsten Skiballs werden auch wieder gehackt. Hier drüben verliert aber ein Tau. Wie ist denn das passiert? Durch die Stormcrawlers. Aber es lief relativ gut. Er wird jetzt trotzdem die Runde verlieren, weil er den Race nicht killen kann. Der letzte Marksman ist hier gestorben. Aber es lief relativ gut, die Defense. Ja, der Stormcore Level 2 macht halt echt Schaden. Ich glaube, wenn die Hacker funktionieren und so, dann. Wollte ich jetzt gerade sagen, dann werden die auch viel abgelenkt, die Stormcaller, aber wenn die halt dann tot sind irgendwann, was ja hier passiert ist, dann halt nicht mehr. Ich würde vermuten, dass er die Vulcans auch gar nicht levelt. Hier vielleicht einen Crawler holen. Jetzt holt er doch Melting Points, okay. Gegen das UFO. Ja gut, ich meine, im Endeffekt hat den einen Marksman verkauft, dem war klar, ja, der reicht jetzt nicht mehr. Hier einen, wie heißt das? Javelin rein. Der lohnt sich auf jeden Fall. Die hier sind größtenteils immer im Feuer verbrannt durch die Feuerraketen, ne? Und hier versucht er das so ein bisschen zu evaden vom. Bin ich ganz sicher, was der Beacon jetzt hier so genau bringen soll. Aber vielleicht hat er einen Plan, den ich nicht verstehe. Missile, die Anti-Missile-Device werden jetzt hier aufgestellt. Weitere Stormcaller dagegen. Ah, die Phoenix hier können auch ekelhaft sein. Okay, Melting Point lockt perfekt ein, darauf wollte er ihn haben. Der Vulcan hier stirbt, aber er kriegt die Steelballs alle gehackt. Nicht mit viel Leben, aber er kriegt sie gehackt. So, hier hat er auch ganz gut abgeschnitten. Verliert aber sein Device vermutlich gleich, oder? Na, mal gucken. Ne, tut er nicht. Schießt nur zwei Stormcaller drauf, oder? Ah, doch, hat gereicht. Guck. Siehst du mal.
War natürlich teuer. 100 Supply permanent verloren. Der Farsier. Ich sehe den jetzt hier nicht als tolle Einheit, ehrlich gesagt. Denn hier oben wird ein Wurm wird genommen. Und auf die Seite. Ja, okay. Kann man machen. Wahrscheinlich jetzt ein Beacon hier reinsteuern, damit er möglichst den Tower kriegt. Vermute ich mal. Ein weiterer Vulkan, wahrscheinlich irgendwo hier in die Mitte. Hat er nichts. Ihr könnt auch so ein Schiff, aber direkt bei Raketen hier auf den. Auf die Stormcaller schießt, wäre auch gar nicht so falsch. Ja, okay, macht er auch quasi jetzt. Geht auf den, aber das wird auch noch einiges auf die Stormcaller gehen, das ist schon ganz gut. Der Race und die guten Steelboards weichen aus. Ich meine, so langsam baut er sich halt hier eine komplette Front zu, wo keine Lücken mehr sind. Ne? Die Wespen sind die Runde mit Sicherheit ganz gut. Nur die paar Fangs und der Melting Point und die Marksmen können drauf schießen. Den Marksmen hat er Reichweite gegeben. Das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil er ein bisschen Angst vor der Art hier hat. Hier auch der Wespen-Drop wieder. Er weiß ja eigentlich, dass die kommen. Hat ja auch hier Satelliten gesetzt. Geht auf die Wespen, das ist gut für den asiatischen Spieler hier. Okay, und die Fangs machen doch ganz guten Job gegen die Wespen. Hier oben der Run, diesmal offensiv getroppt. Damit Level 2 Tower, den er killen muss. Eine Weile dauern. Dann hat er den Tower hier verloren. Also die Seite verliert er komplett. Das Feuer geht aus. Königste killt er jetzt gleich. Ah, never mind. Doch, wird reichen. Auch mit Debuff noch. Aber die Runde sollte an Philo gehen. Nicht mega viel Schaden, aber so knapp 1000 schon, ne? Oder sogar mehr. Ich habe irgendwas übersehen anscheinend. Ah, ich habe den zweiten Wurm übersehen. Never mind. Es war doch einiges Debuff am Leben auch. Amplifying Core. Instant gepickt für den Süden. Wo macht er das drauf? Bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt eine neue Einheit noch. Melting Point. Ja, gegen die Würmer halt, ne? Aber mal gespannt. Könnt ihr vielleicht sogar einfach skippen an Philos Stelle. Ich glaube, der Amplifying Core ist nicht so mega stark. Hat er geskippt? Hat den Storm genommen? Ja, okay. Offensichtlich. Dass hier wieder Beacon rüberkommen, hätte ich gedacht, aber tut er gar nicht. Er verkauft die Steel Balls, okay. Den das Hauptschmottier wird wahrscheinlich hier auf die Sandworms gehen. Oder auf den gelevelten Sandworm. Also es könnte sein, dass es hier gleich einfach ziemlich schnell dann für Philo vorbei ist, weil er nicht mehr durchkommt. Ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Doch ein relativ weiter Weg hier rüber zum Tower. Also durch einen Engel, mit dem der Gegner vielleicht nicht unbedingt rechnet. Beziehungsweise hier nicht so stark geschützt hat. Melting Point, sie haben jetzt hier Energy Absorption bekommen. Geld zum Leveln ist aber nicht mehr da, ne? Weil mit Energy Absorption macht irgendwann Sinn, die dann auch zu leveln. Einfach, dass man mehr AP hat, um Schaden zu applyen, damit man auch das Life Leech ausnutzen kann. So, jetzt sind die ersten Würmer hier. Hat auch irgendwie Lava Replicate geholt. Der Tower geht down. Und damit gewinnt er die Runde. Vermutlich schon, oder? Ja. Mal gucken, wahrscheinlich schon, aber es wird eher eine knappe Runde. Mal gucken. Wobei hier die Aufteilung, nur Marksman und er hat halt keinen Chaff-Clear mehr, ist das Problem so ein bisschen. Und der
Meld aber auf dem falschen Ziel. Es reicht aber gerade noch nicht. Okay. Finale Runde. Eventuell. Oder ist die Javelin. Das muss Philodon nehmen, oder? Hier eine Javelin rein. Die weiter hier rüber. Ich den Hacker noch mit. Kann den Hacker nicht mehr mit erwischen? Hier so hin? Hier geht doch noch mehr. Ich habe vielleicht Angst, dass ihm der Vulkan rausläuft, was vielleicht dann passieren könnte, wenn man es zu knapp macht. Vielleicht wissen, dass wahrscheinlich hier das drauf kommt, die Dinger zu leveln, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Damit sie Javelin einfach überleben, oder zumindest bei dem. Der überlebt eh, ne? Und der hier, na gut, der kann nicht leveln. Der ist neu, da wird wahrscheinlich auch keine Geschichte runterkommen. Okay, jetzt kommt hier das Öl. Der Hacker hier wird auch schon wieder verkauft, sehe ich gerade, weil Steelboards weg sind. Weiß gar nicht, ob der diese Runde verkauft wurde, letzte schon. Wahrscheinlich diese, ne? Kann man nicht von ausgehen. Das Öl hier soll einfach quasi die Verstärkung, also den Schaff eliminieren, wenn der rüberkommt. Und es müsste auch instant angehen, weil die Feuerraketen das hier in Sprand setzen werden. Ah, er hat auch nochmal Öl, sehe ich gerade. Okay. Die Feuerraketen kann man aber durch, das heißt, Schaff kann nur durch diesen kleinen Korridor hier überhaupt reinkommen. Die Wespen sind halt ein Problem, ne? Den eigenen haben Anti-Air und die haben Anti-Air und Range, okay. Der hätte upgegradet den Tower, aber wird trotzdem sterben. Okay, also hier die Seite verliert er komplett. Muss hier nur eine 100 Punkte oder Supply Unit überleben, was sie trotzdem. Ah, bisschen eine Timing-Frage. Sollte wahrscheinlich der Süden gewinnen. Ja. Wobei, mal gucken, ist immer die Frage, auf wen die der Melting Point einloggt, wenn er sich sehr auf der Lava aufhält. Ne, er kommt aber an die Würmer dran und dann gewinnt er die Runde. So, sehr close von der Zeit her auch, ne? Wenn ein Wurm die Zeit überlebt, dann wäre es GG gewesen. So, Non-Repair Kit. Smoke. Hm. Ja, Smoke. Hier sind schon, ja, bei theoretisch Smoke gegen. Wenn Philo Smoke gescheit applyen hätte können, wäre es nicht schlecht gewesen, aber er kann halt davon ausgehen, dass geschildert wird. Und hier gegen Philo lohnt sich nicht wirklich. Sehr viele Wespen mittlerweile im Spiel. Die haben jetzt auch Reichweite bekommen. Embrange wurde auch ausgegeben. Hier noch nicht. Die Frage, ob das eine Rolle spielt, ist immer die Frage, ob jemand für die Wespen tankt oder nicht. Oder ob es zum direkten Duell kommt. Sandstorm würden wir offensichtlich nicht mehr sehen. Zu wenig Supply übrig. Üben ist fertig im Geld. Und Philo ist am Überlegen. 1-1 hier, die Upgrades sind hier auch 1-1, okay. Also offensiv jetzt mal nicht. Nächste Üben wurde hier geblockt. Wird wahrscheinlich auch nicht. Nevermind, die Blumen habe ich vergessen. Es wird offensichtlich brennen. Die Lava ist hier auch, ne, seit dem letzten Patch gelevelt. Auf dem Level des Wurms. Aber der Wurm ist auf dem dicken, der Melting Pot auf dem dicken Wurm drauf.
Und damit ist es durch. GG. Okay. Ich hätte gedacht, dass Philos gewinnt, aber jetzt in der letzten Runde mit 77 HP leer gewinnt der Asiatis. Sehr stark. Also ich meine, das Live-Sheet war Energy Absorption war sehr, sehr stark, ne? Wahrscheinlich der Go-To-Tech gegen die Würmer. Hätte halt mit EMP auf den Muster, auf den Phoenix oder so relativ leicht dann auch wieder gekontert werden können, aber muss auch in Richtung mit der Phoenix drauf schießen. Ist Partnerboot hier noch ausgegeben. Weiß ich gar nicht, ob so der starke Tech war. Weil gefühlt gegen die Rays wegen mir noch, gegen die Würmer bringen die Marksman eh nicht viel, da machen eh die Mating Points das meiste. Gegen die restlichen, ja, gegen die Phoenix können wir argumentieren, aber das kriegen die Melter ja theoretisch auch hin, ne? Ja, spannend. Sehr, sehr knappes Finale. Ich dachte schon kurz hier, oh, es gespoilert, wer gewinnt, weil Wetten nicht mehr ging, aber dann war die letzte Runde sehr, sehr krass gewonnen. Einfach weil kein Tower gefallen ist, ne? Naja, so ist es. Dann haben wir, glaube ich, den ersten Batch für ein Weekend-Tournament verteilt. Vermute ich mal. Also Gratulation auf jeden Fall für den Sieg. Mattes Might ist Zweiter wegen dem Minor Point. Dann noch ein Asiat, noch Asiate. Philo auf 5 gefallen jetzt durch den Loss im Finale. Hier kommen die Europäer dann. Oder generell hier auf Platz 5. Ja, okay. Keine Ahnung, ab was man hier ein Batch bekommt. Red hat auch nur verloren im letzten Game. Schütz 4-2. Ich weiß gar nicht, wie Steel Sane vorstand. Naja. Spannende Runde auf jeden Fall. Also gar nicht so. Ich meine, die meisten haben ja auf den Vulcans das hier getaggt, was ich habe. Aber bei den beiden aber nicht. Aber bei dem Asiat auf jeden Fall nicht der Fall im Spiel im Finale. Der hatte, glaube ich, was hat er dabei gehabt? Die Feuerbombe. Best Partner, Sticky Oil Bomb und Armor Enhancement. Also komplett anders. Aber er hat ja relativ defensiv aufgestellt, ne? Was, ich würde mal wissen, was er dann spielt, wenn der Gegner dann zum Beispiel Vulcan Carry spielt im Standardspiel quasi gegen ihn, dann hat er ja komplett geloost. Oder er geht aber ganz anders ran, vielleicht geht es auch dann mit den, vielleicht war es aber alles mit Feuer voll und geht dann auch wieder auf Wespen oder so. Ja, ich weiß nicht. Wie dem auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abonnieren lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.